Einen schönen guten Nachmittag allerseits. Ich bin froh, dass wir alle heute Nachmittag hier sind. Es ist jetzt ja, wir wollen jetzt nicht die Tage nachzählen, 50 Jahre mal 365 und plus sind fast 18.000 Tage her, dass wir hier das Rauchhaus besetzt haben. Ja! Und diese Zeit lässt einen natürlich vor Augen führen, wann eigentlich das letzte Haus in Berlin noch besetzt worden ist. Denn es ist ja nicht besser geworden. Insofern, als die meisten Leute, die heutzutage eine Wohnung suchen und wenn sie auch noch jung sind und noch zu Hause wohnen, kaum eine Chance haben, irgendwo unterzukommen, in der Gemeinschaft oder mit anderen Leuten. Die Mieten sind viel zu hoch und es gibt niemanden, der Häuser besetzen will, aber in Berlin gibt es ja eine sehr gute Regierung, die dafür sorgt, dass wir alle gut versorgt sind. Und mit einem 9-Euro-Ticket können wir ja vielleicht mit dem Schlafwagen quer durch Deutschland fahren. Beheizt. Also, es werden sicherlich heute Abend noch einige andere Leute einiges Nettes erzählen über die damalige Zeit. Ich will jetzt hier nicht in Nostalgie verfallen, aber wir sind hier heute aktuell da. Und nicht in 50-jährigem Rückblick. Das ausdrücklich. Und jetzt fangen wir mal an. Bloß diesen Tag verpennt. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wenn ich mich dann aufrapple und ab zur Arbeit gehe und schon aus der Ferne meine Firma sehe, aus Klinkerstein. Dann sag ich mir, Mann, oh Mann, wird das wieder fein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn ich dann da bin, an der Zeiterfassung stehe und mal wieder meine Minusstunden aufploppen sehe. Wenn der Alte mich anmacht, ey, Panzer, schon wieder zu spät. Dann sag ich ihm, sei doch froh, wenn bei dir noch was richtig geht. Guten Morgen. Mittagspause mal wieder auf Parship bin und nach 11 Minuten I can't get no satisfaction sing. Wenn der Alte mich anmacht, ey, Panzer, wie geht's denn so? Dann sag ich ihm, tschüss Alter, die nächste Stunde bin ich auf dem Klo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
Grüße. Guten Morgen. Guten Hallo, Funky. Guten Morgen. Hallo, Jutta. Ich soll den Tonmann sagen, Kai braucht den Cajon unbedingt im Monitor. Ja, genau. Das bedeutet, wir alle brauchen ihn im Monitor, weil es ist ja... Alle. Hörst du was, Kai? Super, danke. Soll lauter. Geht's noch lauter, sagt Kai, fragt er. Freundlich. Was machst du? Hast du da Blumen? Ja, hörst du schon was, Kai? Nicht auf Bagerpur. Du möchte einen etwas fetteren Sound von Cajon hören. Also wir wollen lauter sein als die Punkband nach uns. So einfach ist das. Kein. Besser? Hallo. Könnten wir noch vor der Kamera? Ja. Hey, 1, 2, 3, 4. Welche Diebe mich bestehlen, welche Männer mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Osten, im Westen, im Norden, es sind überall die gleichen, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land schreibt die Parole an jede Wand. Schreibt die Parole an jede Wand. Es sind überall die gleichen, die uns unterdrücken. In jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Keine Macht für niemand. Menschen zu regieren, im Süden, im Osten, im Norden, im Westen, es sind überall die gleichen, die uns erpressen, in jeder Stadt und in jedem Land. Mach ne Faust aus deiner Hand, mach ne Faust aus deiner Hand.
der nächste Song heißt Die letzte Schlacht gewinnen wir. Das wird sich noch zeigen müssen. Also jedenfalls, die Schlacht ums Rauchhaus wurde ja offensichtlich gewonnen, erstmal seit 50 Jahren. Schön mal was. So, jetzt kommt der Song für dieses Haus. Ja. Thank you.
Leute sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie heute erstmal drin. Und 4 Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise waren 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit. Der sagt, die wollen das Rauchhaus räumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Ben Speyer, sind wir wieder einer mehr. In unserer Zweizimmer-Luxuswohnung, das Betanien steht endlich wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiß in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Willen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei. Und hau in den ersten Bulli auftauchen, was auf ihre Finger. Wir kriegen das hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und Rest und Must aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut. Wir kriegen das hier nicht raus. Das ist unser Haus. Nach 50 Jahren. Der Hammer, oder? Also ich wollte eben, ich hatte damals einen Wecker gestellt vor 50 Jahren, dass ich in 50 Jahren wieder aufwache und ihr schläge. Okay, es hat geklappt, ihr habt mich wachgekriegt. Okay. So, aber Ben Speyer, ja? Oh ja. Ben Speyer wohnt ja eigentlich in Wilmersdorf. Und will seinen Sohn besuchen, ja. Und inzwischen haben wir das 9-Euro-Ticket, das haben wir schon, ja. Unsere Rede seit 68. 9 oder 0, na gut. Lorue hätte sowieso gesagt, die 9 ist die 0. Ja. Also ist das 9-Euro-Ticket schon sehr nah an 0-Tarif. Ja, ja. So. Nee, von Er bringt die BVG.
gerade bekommt ihr Knecht. Ich schmeiß den Meier raus und hol die Polizei. Doch die Leute riefen, sag mal, bist du blöd, Mensch. Wir müssen arbeiten, wir haben keine Zeit. Und wenn die da oben x Milliarden Schulden haben, sollen wir es von den Bonzen holen, die uns beklauen. Du kannst deinen Chef bestellen, wir fahren jetzt alles schwarz. Und der Meier bleibt hier drin, sonst fliegst du raus. Und alle riefen, wir sind hier oben noch ganz dicht. Der Erschloss ist zu teuer, von uns kriegst du nicht. Nee, nee, nee. Hier brennt die BVG. Wir sind hier oben noch ganz dicht. Der Erschloss ist zu teuer, von uns kriegst du nicht. Nee, nee, nee. Deine Scherben zum Rauchhaus-Jubiläum. Vielen Dank für den schönen Nachmittag. Dankeschön. Und tschüss. So, hey, weil ich habe keinen Monitor mehr hier. Ist alles scheiße. Kein Monitor, keine Gitarre, nichts, alles weg. Schlechter geworden während des Auftritts. Wie kann das sein? Na gut, wir spielen noch ein neues. Könnt ihr mich hören, wenn ich was sage? Okay, das ist wichtig. Wenn ich mich selber nicht höre, ist egal. Ja? Jetzt kommt Nostalgie. Ach, was waren das für Zeiten? Na, als ich noch jung und hübsch war, frisch und knackig aussah, niemals meinen Körper schonte, bei meinen Eltern wohnte, ging dann noch das Licht aus, holte ich mein Düsschen raus, denn meine kleinen Pfeifen, deine Pfeifen, kann ich mir nicht verkneifen. Ja, 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 täglich einmal, einmal täglich aschisch, naschisch. Ja, 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 täglich einmal, einmal täglich aschisch. Kicks.
sich haben. Deine Besetzung mit Mittel Pallas. Frankie K. Götzner am Kachel. Kai Lichtermann am Bass. Und natürlich Marius Del Mestre an der Gitarre. Habt noch viel Spaß heute Nachmittag mit unseren Kollegen. Wir freuen uns. Zurück. Für mein Leben zurück. Die letzten Songs waren eine Katastrophe, ich höre mich gar nicht. Es ist schön, ah, da ist er wieder. Guck an. Und der Planet Erde wird uns allen gehören.
es ist genug da. Es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern, denn die Zeit ist frei. Nee, es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern, denn die Zeit ist frei. Die Zeit ist frei. Die Zeit ist jetzt frei. Danke, dass wir hier sein durften. Scherben noch heute erfahren wollt, dann könnt ihr einen kleinen Tonsteine-Scherben-Spaziergang mit Sema machen. Sie steht dort vorne und wer da gerne mitmachen möchte, sollte sich bei ihr melden. Ansonsten viel Spaß noch heute mit den anderen Bands. Wir waren sehr froh, euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Die Sonne ist rausgekommen. Wir haben einen wunderbaren Tag. Klasse, Rauch raus!